So, ich besuche jetzt gerade den Herrn Karl-Erich Schäfer, ein weitgereister Erfelder, der jetzt seinen Traum wahrgemacht hat und mit dem Traktor ja von Erfelde nach Masuren gefahren ist. In wie vielen Tagen? 58. In 58 Tagen. War das geplant, so weit zu fahren? Oder? Ja, absolut, ja. Das sind also 3761 Kilometer. Das ist eine Leistung. Einfach mal ein paar Informationen für uns Laien. Das ist hier ein Traktor, den habe ich ja schon mehrmals bei Ausstellungen gesehen, bei Traktorausstellungen. Wie lange ist der jetzt im Besitz? Den habe ich jetzt 20 Jahre. 20 Jahre. Das Baujahr 1950. Das heißt, der war also lange Jahre im bäuerlichen Einsatz. Ja. Und dann wurde restauriert, oder? Den habe ich selbst restauriert. Selbst restauriert, klasse. Und der kommt hier aus der Gegend, oder? Nein, von Nackenheim, überm Rhein. Ach, ein Überrheiner sozusagen. Ja, ja. Also der war bei der Weinbauer sozusagen der im Einsatz. Der war Weinbauer, dort, ja. Der geschafft, ja. Ja. Was noch, also die verstorbene Ehefrau. Und ihr wollt beide ja mal eine längere Tour machen. War das da gerade dorthin auch geplant? Nein, oder war das? Nein, wir wollten einmal kreuz und einmal quer durch Deutschland. Ja. Wir wollten an der Zugspitze sein, wir wollten in Flensburg drüber mal sein, drüber in Saarlouis und auf der anderen Seite in Frankfurt oder. Da wollten wir mal hin. Was einmal längst noch einmal quer. Ja. Ja, und ist sie dann krank geworden, dann ist sie verstorben, dann war es natürlich aus. Und da habe ich dann gesagt, wenn ich das jetzt nicht mache, dann mache ich es überhaupt nicht mehr. Und mittlerweile sind schon ein paar Jahre ins Land gegangen. Ja. Der Karl Erich ist jetzt 75. Das sieht mir überhaupt nicht an. Der. Ah, danke schön. Sieht aus wie frisch pensioniert. Ja. Also er hat früher bei der Firma Opel gearbeitet. Wir waren ja im weitesten Sinne auch Berufskollege. Beide sind wir ja Werkzeugmacher. Ja. Was das Ding hier im Brief heißt, ne? Ja. Da steht drin, landwirtschaftliche Zugmaschine. Und der muss keine Außenspiegel haben. Ja. Aber wenn ich auf die Straße rumfahre, wollte ich ja mal gucken, was hinten passiert. Ja. Und da habe ich mir in den Bauwagen hinten eine Rückfahrkamera eingebaut. Und oben ist der Monitor im Traktor oben drin da, unter dem Dach. Ja. Und kann ich jederzeit sehen, was hinter mir passiert. Und wie lang ist man da so am Tag gefahren? Also wann? Ich bin immer so um die 100 Kilometer gefahren. Manchmal nur 50, 60, bis dort gekommen ist. Ja. Weil in Polen sind die Campingplätze in Zentralpolen sehr, sehr gering. Und wenn weit gestreut, weit auseinander. Und da musste ich schon gucken, dass irgendwie ja. Aber in Polen habe ich die meiste Zeit privat oder auf irgendwelchen Rastplätzen oder an der Tankstelle, wo auch immer. Und was haben die gesagt oder wie haben die sich geäußert? Wie der die meisten haben gesagt, der Deutsche ist blim, der fährt mit dem Traktor da her. Das waren schon über 1000 Kilometer, ne, wie ich da mit der drei war. Ja. Und ich sagte, der ist doch blim, aber ist doch von mir aus. Und es war dann auch so, dass man die Route in etwa festgelegt hat? Also ist ganz einfach. Ich bin hier im ACE. Ja. Und das ist ein Autoclub von der Gewerkschaft. Und in dem bin ich ja drin und da habe ich denen geschrieben, ich hätte gerne eine Route ausgearbeitet, die Autobahn und die Schnellstraße unterdrückt. Weil ich darf hier weder Autobahn noch Schnellstraße fahren. Ja. Und das haben die auch gemacht, so ein Almanach, der ist so sagen wir, 30 Seiten dick. Ja. Und da habe ich dann minutiös geschrieben, an der nächsten Kreuzung links ab, dann 200 Meter weiter und rechts ab, lauter so ein Kram. Also das war schon interessant, war auch gut. Nach dem Ding habe ich mich auch dann orientiert und bin bis nach Mragowo gefahren in die Masuren. Und als ich dann heim wollte, habe ich das anders gemacht, habe ich den Ding genommen, einen Highlighter und habe auf dem Autoatlas auf einen Strich gezogen von Mragowo nach Darmstadt. Ja. Drüber und da habe ich mich lang gehangelt. Einmal war es eine Bundesstraße, dann war es eine Landstraße, war das so. Es ging aber alles prima. Und so jetzt von der Landschaft her, das Highlight oder wo man gern wieder hinfahren möchte? Also wo ich wieder hinfahren möchte, das ist klar, das sind die Seen dort. Da ist ja mehr Wasser als Land. Ja. Und die sind alle Natur, da ist ja keine Industrie dort, gar nichts. Ja. Und auch so
sauberes Wasser, guckst auf den Grund und lauter so. Also da ist es schon toll, da gibt's nichts. Und was war es jetzt, wenn man es nicht mehr gepackt hat, zu einem Campingplatz zu fahren? Wo kommt man da? Hey, da habe ich dann unterwegs überlegt. Dann bin ich mal abgebogen, immer rechts ab, da steht über die Straßmuster. Ja. Rechts abgebogen zu einem Landwirt und habe gefragt, darf ich bei Ihnen mal eine Nacht stehen? Ja. Und da habe ich immer ja gesagt, immer. War noch nie der einen negativ oder irgendwie immer. Ja. Und das Erste, was die dann, ich habe dann gefragt, wo da, ah ja, da, wo sie wollen, da habe ich einen schönen Platz gesucht, dass der Bauwagen gerade stand. Und da habe ich dann mal Süppchen gekocht abends. Und dann kam öfters dann der Chef von dem Laden, sagt er, komm mit rein, meine Frau hat Abendbrot gemacht. Da wurde ich eingeladen zum Abendbrot, nicht Klasse. Einmal, ein paar Mal. Sauber. Ja, und der konnte natürlich kein Deutsch und dafür konnte ich kein Polnisch. Und da war die Verständigung wunderbar. Also wir haben keinen Streit gekriegt, in keinster Weise. Manchmal war einer, der Englisch konnte und da ging das schon. Aber sonst, ja. Aber alles in allem ging das prima. Ja. Und die Lebensgefährtin, die kam dann mit dem Zug oder so? Nein, das war nicht. Die Lebensgefährtin ist mit mir gefahren von uns ja. bis nach Halle, in ja. die neue Bundesländer. Ja. Und da sagst du so, 7 Tage sind um, mir reicht das. Da hat auf dem harte Ding da gehockt, sagt sie, nee, das ist für mich nichts. Und da habe ich sie in Halle zum Bahnhof gebracht, ist sie mit dem ICE wieder nach Frankfurt wieder heim. Sie ist aus Urberach. Ja, ja gut, aber da hat sie ganz schön lang ausgehalten. Also ich bin jetzt mal ein Stück auf dem Sitz mitgefahren. Ja, das ist anstrengend. Du das weißt ist, nicht, wo du deine Füße hinstellen ja, sollst. Ja, ja. Das ist alles anstrengend, das ist nichts. Und wenn ich die nächste Tour, die ich machen will, da wird es hoffentlich mitwollen. Und die führt mich dann nach Holland, Belgien, Frankreich, die Atlantikküste runter Richtung Spanien. Und das sind wie viele Kilometer? Ach, das ist ein bisschen mehr wie da. Aber dafür ist das ja alles bretteben da. Das ist ja, ja. keine Steigung zu. Ja, ja. So absolut, weil wenn bei uns so oben in Kassel und so, da geht es schon schön hoch, ne, und da wieder schön runter. Das heißt, und der gute Traktor, der hat da ohne zu mucke, ist der da wie Uhrwerk gefahren? Der ist gelaufen wie Lutsche, ja. Klasse. Und das heißt, man verbraucht für diese über 3000 Kilometer? 425 Liter Diesel. Ja. Und 2 Liter Öl. Ja, brauche auch, ne? Muss ja auch Öl ja, ja, klar, klar. Der so ein Kilometerzähler, ja. Und du kannst dann sehen, was du am Dach gefahren bist. Da hast du ja nur schnell dran gemacht, dass man sieht, aha, du bist heute so viele Kilometer gefahren. Geführt, jeden Tag 2 Seiten geschrieben, jeden Tag. Einmal Wetter und dann wo ich war, wo, welche Tour und lauter so ein Zeug. Was der Diesel, was ich getankt habe an Diesel, was das gekostet hat, was die Übernachtung gekostet hat und so und so. Das ja, und die Kinder haben sich wahrscheinlich auch brennend interessiert, was der Opa so macht. Ja, klar. Dann so stand in Verbindung mit Dings, mit dem Laptop. Ne? Im Laptop, dann über Internet dann. Ja, und da konnte ich mit denen schon reden. Ja. So, dann mach ich mal die Pfanne auf, weil... Also das ist dann wie das Nachtlager da vorne. Ach ja, Schnaps ist gut. Nicht auf den TÜV muss. Ja, was hat denn das da für ein Notschalter daneben? Das ist Strom, das ist die Anspeisung, 230 Volt. Ja. Und mein Schwiegersohn Klaus, ja. der hat mir das umgebaut auf 12 Volt. Ja. Und da kann ich dann einstellen da, entweder 12 Volt für den Kühlschrank, fürs Licht. Ja. 12 Volt kommt entweder vom Traktor oder über das Kabel durch einen Dings, durch einen Konverter, stellt um auf, Dings, auf 12 Volt vom Netz. Ach, das Erfelder Wappen ist das. Quasi, dass die gleich wusste, hier kommt ein Hesse, der ist aus Erfelder. Der ist aus Erfelder, ja. Aus Erfelder, genau, nicht Erfelder, Erfelder. Ja. Erfelder hat auch eine Lilie. Ja, das haben quasi die Darmstädter haben das abgekupfert von Erfelder. Nicht gedacht und da ja. haben die Erfelder schon die Lilie, weil Erfelder ist schon 1200 Jahre alt. Ja, ja. Also ich kenne den Traktor noch aus der Zeit, wie er auch eine Keltermaschine war. Ja, richtig, hat er auch gemacht. Ja, ja, also der ist derartig vielseitig, der Traktor. Ah ja, das ist eine Zapfwelle, ne? Ja, ja, ja. Zapfwelle da und da hast du dann... Wird er als man noch gekeltert mit, oder? Nein, ich habe mittlerweile alles Wasserdruck. Ja.
und habe die Kälte von denen und die haben auch einen Muser, der geht elektrisch, der zerkleinert die Äpfel ja. Und in die Kälte da neu, das ist für mich kein Aufwand, weil das Ding alles leicht zu handeln ist. Ja. Weil man Kälte waschen schwer, ne? Ja, wenn das da unterwegs ist, das ist schon ein stattliches Gefährt. Ja, weil er, der ist ja 2,35 Meter breit. Ne? Ja. Die Breite macht mir zu schaffen. Ja. Die Länge nicht, aber die Breite. Du musst immer gucken, wenn du da irgendwo durch eine Stadt fährst, dass du da auch nichts mitnimmst. Ne? Kein Außenspiegel von Autos und so ein Kram. Also war die Rückfahrkamera schon sehr wichtiges. Oh ja. Außer, dass man einen technisch versierten Schwiegersohn hat. Ja, der, ja, elektrisch. Ja, ja, der die Sache da alles einbauen kann. Also schon eine tolle Idee. Ja, es sind aber schon alles Hightech-Geschichte da. Ja, und Gas muss getrennt sein vom Elektrozeug. Ja, ja. Und ich habe da nämlich einen lieben guten Freund, der Jens Zachen, der ist Abnahmeingenieur bei Dekra. Und der hat gesagt, du musst das trennen. Die Gas. Die sind 4 cm normale Styropor. Ja, also ganzes Jahr schon intensive Arbeit um ja, den. Du guckst ja rein, guckst dir ja, das mal an. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist die Reminiszenz für meine Frau, weil wir zusammen los wollten. Sie ist ja gestorben, war es dann vorbei. Ne? Ja. Und dass sie trotzdem dabei ist, habe ich das Schild auch machen lassen und habe das da dran. Villa. Carolina. Villa Carolina. Und sie hieß nicht Caroline, sie hieß Carolina. Sieben. Ja. Weil wenn du den nicht brauchst, ist die unten drunter, verschwindet die. Da war eine normale Stahltreppe, die wurde eingehängt, dann zu zwei Ösen. Und ja, das habe ich weggemacht, weil das gefiel mir nicht. Und jetzt habe ich da dieses Ding Aluminium. Boah, das sieht ja toll aus da drin. Das ist wie in einem Wohnzimmer. Ja, das ist so ein. Also ehrlich gesagt, ich bin von der Socke, das ist ja derartig komfortabel. Also kommt noch eine Matratze hier dann drauf. Ja, ja. Und selbst wenn man Regentag ist, ist es also doch so, dass es so groß ist, dass man sich nicht unbedingt jetzt auf den Keks geht, also man hat wirklich auch schön Platz hier drin. Ja, also ich habe das auch 1 Meter dick. Mhm. Da kannst du auf der Matratze sitzen, kannst hier am Tisch sitzen. Ja. Ja. Und der Tisch ist zum Aushängen, den kann ich draus auch benutzen. Ich kann den aushängen, kann den draus einhängen. Weil der ist, wie gesagt, der ist 2,35 Meter und die Matratze, die Standards sind nur 2 Meter lang. Ja, ja. Und da habe ich hier noch den Kasten dahin gemacht, da konnte ja ich auch wieder was verstauen drin. Das heißt, wir werden bald vom Bauwagenausbau Schäfer in Riedstadt-Erfelde hören. Ja, auf jeden Fall. Nur die Arbeit, die ich mir gemacht habe, die kann ein Zweiter gar nicht bezahlen. Das ist Pappel. Das ist der Bruno, ne? Nee, nee, das war mein Kumpel Günther. Ja. Ja, ja nochmal zu dem hier Ausbau. Ja, und das ist schon von einem Wohnwagen, ne? Ja. Das ist 3 Flammenkocher Gas. Hier ist das Spülbecken und hier ist der Kühlschrank. Ja. Das ist das, was du in der Küche brauchst. Ja, ja. Der ja, Kühlschrank, so, der geht auf Gas, ja, auf 230 Volt und auf 12 Volt. Mhm. Kann man hier einstellen. Da, mhm, an dem Fall da. Das heißt also, die Gefahr, während der Fahrt zu verhungern, die war. Nein, ist überhaupt nicht. Die war nicht gegeben. Und wenn der auf voll Ding steht, voller Leistung, dann gefriert es in dem Gefrierfach da drin. Richtig, ja, hart, knochhart. Ja, ja, ja. Obwohl es kein Kompressor ist, es ist ein Absorberkühlschrank, also durch Schwerkraft geht das. Mhm. Ja. Ich habe gesagt, wenn du da losfährst, dann nimmst du 30 Liter Äppelwein mit. Ja. Und das, da habe ich festgeschraubt, ne, der ist fest, alles fest. Ja. Und da habe ich dann so 30 Liter Äppelwein drin. Habe ich schon Umsatz Äppelwein getrunken. Mhm. Hat Appelwein noch Massuren erlebt oder war ja, der? Nein, nein, der hat gereicht. Hat nee, gereicht. Ich hatte sogar noch im Odenwald. Ah, noch, super, ja, als auf der Heimreise.
dann bedanke ich mich mal für die tolle Auskunft und auf jeden Fall bei der nächsten Reise einfach, dass man da vielleicht nochmal was Neues erfährt. Das wäre eine wunderbare Sache. Vielen Dank erstmal. Das war gerne gut. Ja. Wenn ich wieder starte, dann erfährst du das, dann kannst du schon mal Bilder machen, wenn ich losfahre. Das wird mich sehr freuen. Ja, das kriegen wir hin. Alles klar, vielen Dank. Gerne, gerne, gut, gerne.